Genau. Unsere wahre Schöpferkraft. Hi, guten Morgen. Ist ja blöd. Jetzt darüber guckst und fehlt. Jetzt, genau. Hi, hi. So, wie geht's dir heute Morgen? Hallo, noch eine Katrin. Zwei Katrins, wenn das kein gutes Zeichen ist. Ja, in unsere wahre Schöpferkraft eintreten. Das ist eigentlich unser Job, jeden Morgen zu entscheiden, als wer oder was stehe ich auf? Als wer oder was? Hi, hi. Wer oder was macht heute früh? Macht die Augen auf. Wer ist da? Guten Morgen. Du entscheidest jeden Morgen für dich selber, als wer du aufstehst. Ob du aufstehst als die Version, die gestern vielleicht einen schlechten Tag hatte, oder ob du aufstehst als die Version von dir, die sich an Enttäuschungen erinnert oder an Verletzungen erinnert, die sie mal erlebt hat, oder ob du als frische, neue, absolut perfekte, göttliche, wunderbare, reine Person, also Version von dir selbst aufstehst am Morgen. Und das ist so wichtig, dass man sich das bewusst ist, weil das ist unsere Schöpferkraft. Wir entscheiden, mit welcher Version von uns wir in den Tag gehen. Und diese Version, für die wir uns entscheiden, diese Version ist ja schon in uns drin. Die wohnt ja schon in uns drin. Diese perfekte, wunderbare, in Fülle lebende, geliebte und unterstützte Version von uns, die ist schon immer da gewesen. Guten Morgen, Angelika. Unser Problem ist nur, dass unsere Gesellschaft so strukturiert ist, dass man uns das nicht sagt. Dass man uns im Glauben lässt, guten Morgen Susanne, dass man uns im Glauben lässt, dass wir eine, morgen Birgit auch, ja, man lässt uns im Glauben, wir durchleben ein Leben, in dem wir tatsächlich überzeugt sind, dass die Dinge, die uns passiert sind, dass unsere Geschichte wirklich das ist, was wir wirklich sind. Und das nimmt uns unsere wahre Schöpferkraft. Weil es sagt dir keiner, hey, du darfst entscheiden, wer du bist. Hey, du darfst entscheiden, wie du dich fühlst. Und indem du das entscheidest, bist du der Schöpfer deiner Realität. Eigentlich müsste uns erste Klasse, spätestens 6 Jahre alt, müsste uns Einführung in was du wirklich bist, müsste uns das klar gemacht werden, müsste uns bewusst gemacht werden, dass wir mit unseren Gedanken und unseren Überzeugungen unser Leben, unsere Realität erschaffen. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber ich habe trotzdem die Vision, dass es irgendwann mal stattfinden wird. Und es wird vielleicht jetzt nicht offiziell im offiziellen System stattfinden, aber es wird im Schattensystem stattfinden, im Schattensystem der Liebe und der göttlichen Wahrheit, das sich jetzt ausbreitet und kreiert, dass wir solche Parallelinstitutionen aufbauen für uns und uns Erwachsene untereinander, wo wir uns gegenseitig weiterbilden oder zurückbilden zu dem, was wir eigentlich schon alle lange wissen. Indem wir uns befreien von diesen ganzen Lügenkonstrukten und den ganzen Vorstellungen und wieder komplett in unsere Schöpferkraft steigen. Und das ist wichtig. Wir brauchen Lehrer für dieses Schattensystem. Wir brauchen Leute, die sich ihrer Schöpferkraft absolut bewusst sind und keinen Zweifel mehr daran haben und trauen, dieses Wissen weiterzugeben, auch wenn es nicht Mainstream ist. Das brauchen wir heute, das ist so wichtig. Und dann wird diese Schattengesellschaft aus dem Schatten ins Licht treten. Und dann wird es das sein,
in dem die meisten Menschen leben können. Da bin ich überzeugt davon, weil es ist ja nur eine Gesetzmäßigkeit, der wir immer folgen. Wir folgen immer einer Gesetzmäßigkeit. Aber welchen Gesetzen und welcher Gesetzmäßigkeit wir folgen, können wir selber entscheiden. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied, der so im Geheimen gehalten wird. Nicht im Geheimen von den Leuten, die wir hier sind, weil wir sprechen ja offen dazu. Aber ich meine, sobald du den Fernseher anschaust, sagt dir das niemand. Sondern da heißt, ja, du musst das machen und so und so und so und so geht's und da musst du dich einpassen und einfügen. Das stimmt alles nicht, sondern wir sind hier komplett klar in unserer Schöpferkraft. Wir entscheiden. Wir entscheiden, wer wir sein wollen und auf Basis dessen entscheiden wir, wie wir unser Leben haben wollen. Und wir entscheiden sogar, wie wir die anderen Menschen in unserem Leben haben wollen. Genau, und das ist unsere wahre Schöpferkraft. Und sich da reinzusetzen und zu sagen, das alles darf ich entscheiden, wunderbar. Und ich entscheide es aus tiefster Liebe, aus tiefstem Herzen. Und ich lasse mich mir nicht mehr weismachen, dass irgendetwas nicht gut und nicht richtig an mir ist. Weil solange ich aus tiefstem Herzen, aus tiefster Schönheit, aus tiefster Bereitschaft dieser Welt zu dienen und sie zu lieben und zu hegen und zu pflegen, dann kann ich da keinen Fehler machen. Und dann mache ich alles richtig. Guten Morgen, Diana, schön dich zu sehen. Genau, und dieses aus allertiefstem Herzen, aus meiner Göttlichkeit heraus zu entscheiden, wie ich sein will, wer ich wirklich bin, das bedeutet, ich muss alles loslassen, was ich vorher mal geglaubt habe. Weil das Ding ist, alle sagen, ja, du musst dein Denken kontrollieren. Das ist richtig. Aber es ist wahnsinnig schwer, dein Denken zu kontrollieren, wenn du nicht die Basis deines Denkens, nämlich die Überzeugungen, nicht erst ausgerichtet und in Ordnung gebracht hast. Ja, weil du brauchst diese Basis, du brauchst neue Überzeugungen, du musst tatsächlich überzeugt sein von dir, von deiner Schöpferkraft, von den göttlichen Gesetzen der Schöpfung. Ja, dass alles in uns geschieht, in unserem tiefsten Bewusstsein. Deswegen ist ja auch Meditation so wertvoll, weil da gehen wir in das tiefste Bewusstsein rein. Nur, wir müssen auch wissen, was in diesem tiefsten Bewusstsein alles drin ist, weil da ist alles drin, da ist unsere Vergangenheit drin, da sind unsere Trauma drin, da sind alle Erfahrungen, die wir selber persönlich gemacht haben und alle Menschen. Alles, was jemals war und was jemals gedacht wurde und was jemals gedacht werden wird, ist da schon drin. Und wir haben Zugriff dazu. Und dieses Bewusstsein, das ist das Göttliche. Da ist auch das Göttliche drin und das Nicht-Göttliche. Ja? Und je nachdem, in welcher Energie wir uns befinden, kalibrieren wir einfach zu der Göttlichkeit, zu unserem wahren göttlichen Sein oder halt zu dem, was uns davon trennt. Und wir haben immer die Wahl. Wir haben immer die Wahl. Und wir erschaffen und schöpfen so kraftvoll, wenn wir unser göttliches Sein wählen, auswählen und aus diesem heraus erschaffen. Und dazu müssen wir halt die anderen Sachen, die nicht göttlich sind, wie Angst, Einschränkung, all diese Gefühle, die nicht göttlich sind, also ausgeliefert sein, eingeschränkt sein, abgelehnt sein, nicht gut genug sein, all das, ich sage es immer wieder, dürfen wir ablösen. Das hat mit uns, mit unserem wahren Sein hat es nichts zu tun. Und dieses Ablösen kann durch diese Meditation von Dr. Joe Dispenza, ich spreche überhaupt nicht gegen diese Meditation von Dr. Joe Dispenza, ich sage nur,
ich brauche etwas, wo für mich schneller geht und für mich leichter anwendbar ist und meinen Verstand gleichzeitig konditioniert zu der göttlichen Wahrheit. Ich brauche beides. Ich muss es in Einklang bringen. Weil wenn mein Verstand, also wo ich vorher davon gesprochen habe, noch nicht diese Überzeugung hat, die ich brauche, um als göttliches Schöpferwesen hier zu agieren, dann driftet es mich immer wieder ab. Dann driftet es mich immer wieder in Richtungen, die ich nicht haben möchte. Das ist dann wie so ein Selbstläufer. Und diese Selbstläuferschaft aufzulösen, das ist eigentlich das Wichtige, was wir jetzt hier tun dürfen. Und wir dürfen uns erlauben, alles so zu entscheiden, wie wir es haben wollen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist dieses liebe, böse Geld. Weil dieses liebe, böse Geld, das kommt immer wieder mit irgendwelchen Argumentationen und schränkt uns ein und sagt uns, nein, so ist es nicht, so kann es nicht gehen, wie soll es denn anders gehen und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Geldthema in den Griff kriegen. Dieses Geldthema kann uns krank machen. Dieses Geldthema kann unsere Beziehungen zerstören. Dieses Geldthema macht uns depressiv, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Und es kommt aus allen Ecken und Enden zu mir her. Und es geht nicht darum, genügend Geld zu haben oder zu manifestieren in erster Linie, damit dieses Geldthema nicht mehr da ist, weil ich ja genug Geld habe. Das ist nicht ausreichend, leider Gottes. Weil diese ganzen Überzeugungen mich immer wieder zurückhalten von meiner Schöpferkraft, die ich Geld gegenüber habe. Eine Überzeugung, ja, wenn ich genug Geld habe, dann ist Geld kein Problem mehr. Das stimmt aber nicht, weil es wird wieder ein anderes Problem geben aus Geld heraus, ja. Wenn ich das nicht bereinige, wenn ich das nicht für mich in Ordnung bringe. Und deswegen ist es nicht ausreichend zu sagen, ja, ich muss einfach genügend Geld manifestieren und dann habe ich kein Problem mehr, dann habe ich kein Thema mehr mit Geld. Aber Geld ist alles, weil all meine Beziehung zu Geld, die spiegelt sich in allen meinen Beziehungen wieder oder auch andersrum. Meine Beziehung zu meiner Wahrhaftigkeit, zu meiner Fülle, zu meiner Göttlichkeit spiegelt sich wieder in der Beziehung zu Geld. Das ist eins. Und ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber das ist so, so wichtig. Weil zum Beispiel auch die Beziehung zu einem Menschen, zu einem Partner, ist nichts anderes wie die Beziehung, die wir zu Geld haben. Und wenn wir das in Ordnung bringen und wenn wir das uns erlauben, hier diese Überzeugungen anzunehmen und es klar zu sehen, dann können wir anfangen zu transformieren. Ich mache ein kleines Beispiel. Also, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Wenn wir jetzt sagen, er oder sie, der Partner, ja, liebt mich. Geld liebt mich. Brauche ich. Mein Partner glaubt, denkt die ganze Zeit an mich. Geld denkt die ganze Zeit an mich. Er unterstützt mich bedingungslos und uneingeschränkt. Mein Partner oder meine Partnerin, wie ihr das auch sehen wollt. Geld unterstützt mich bedingungslos. Mein Partner möchte mit mir leben und immer mit mir zusammen sein, an meiner Seite sein. Geld möchte mit mir leben, immer mit mir zusammen sein, aus meiner Seite sein. Genau, wenn wir im Mangel sind und der Mangel wirkt es sich auf alle Bereiche aus, genau. Und dieser Mangel ist nicht Schöpfung. Weil Schöpfung schöpft nicht aus dem Mangel. Schöpfung schöpft aus der Fülle. Und da kriegen wir einen Verstand dazu. Und deswegen arbeite ich
an beiden Enden, immer und permanent. Das andere ist mein Gefühl, mein Inneres, mein Herz, meine Energie, die ich auch beeinflussen kann. Und das mache ich eben sehr, sehr gerne mit diesen Anwendungen der göttlichen Energie, mit dieser Divine Healing Energie aus dem höchsten, aus der höchsten Quelle, aus der höchsten Reinheit, aus der höchsten Fülle, aus der höchsten Begeisterung und aus der höchsten Liebe. Und diese Energie hilft mir, all den anderen Quatsch, der mir im Weg steht, abzulösen, wie eine energetische Dusche. Und ich mache wieder die Klammer auf. Auch wenn du duschst und dich nachher in den Schlamm wälzt, bist du auch nicht mehr sauber. Dann musst du halt wieder duschen gehen. Ja, das ist einfach so. Und wenn einer dir erzählt, ja toll, ich mache hier energetische Reinigung für dich und dann bleibt es weg. Nein, wir sind permanent mit Dreck umgeben. Wir müssen ja auch jeden Tag duschen oder jeden zweiten, wie auch immer. Auf jeden Fall regelmäßig, damit wir sauber sind. Und wenn ich frisch geduscht in die Müllhalde reinkrieche, dann bin ich schmutzig, dann muss ich halt nochmal duschen. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wie ich das regelmäßig mache, wie das ist eine Pflicht ist, dass es eine Aufgabe für mich ist, damit ich in dieser reinen Schöpferkraft bin. Und solange ich hier nicht wie Michael Jackson in einem Sauerstoffzelt lebe, sondern Schmutz bekomme, muss ich halt regelmäßig duschen. Ich muss mich regelmäßig reinigen, damit nichts zwischen mir und meiner Schöpferkraft steht. Und das ist ein Job. Und wenn ich 20 Jahre nicht geduscht habe, dann dauert das Duschen und das Waschen und das Abseifen und das Haarewaschen halt ein bisschen länger, weil ich so eine Kruste Dreck auf mir drauf habe. Dann muss ich halt damit okay sein. Macht ja nichts. Hat mir ja keiner gesagt, dass man duschen muss, dass man sich waschen muss. Aber jetzt weiß ich's. Also fange ich an, es regelmäßig zu machen. Und es ist mein Ritual. Es gehört zu mir. Es gehört zu meinem Leben. Und ich verstehe, warum es zu tun ist. Das ist so, so, so wichtig. Und mehr du das tust, desto klarer kommst in diese Schöpferkraft herein und verstehst, dass du der Chef bist. Und dass du der Chef bist und dass du entscheidest auch, was du dir erlaubst. Und in dem Moment bist du ganz klar bei dir und nicht bei anderen. Nicht bei den Überzeugungen von anderen, nicht bei den Glaubenssätzen von anderen, sondern ganz klar bei dir. Und dann passiert halt nun mal, dass du nicht so verbunden bist über gleiches Glauben, gleiches Denken, auf Englisch heißt es commiserating, also sich wirklich da zusammen im Dreck und in Trauer und Elend zu suhlen, ja. Dieses Gefühl der Gemeinschaft geht dir verloren, 100%. Aber du bekommst ein anderes Gefühl der Gemeinschaft zu sehen, und zwar ein unabhängiges Netzwerk von Menschen, die mit sich, mit ihrer Göttlichkeit verbunden sind und mit die über dieses Herz, über diese Liebe bist du mit den anderen Menschen auch verbunden. Das ist halt eine andere Verbindung als die, die wir kennen, wo wir zusammen irgendwo uns suhlen. Ja? Aber es ist viel schöner. Es ist doch viel schöner. Keiner gibt dem anderen Schuld, keiner gibt dem anderen Verantwortung. Jeder schaut für sich, ist aber dennoch durch Liebe, Mitgefühl, Freude, Begeisterung verbunden. Und das ist so eine Vision für mich. Und da möchte ich möglichst viele Menschen dazu inspirieren, dabei unterstützen und mitzukommen. Ja, das war's dann schon für heute. Ich schaue nie auf die Uhr. Ich schaffe es immer mit 20 Minuten. Das ist so plus minus mein Ziel. Ich möchte euch nochmal einladen, diese Divine Healing Sessions zu erleben am eigenen Körper. Sonntags. Wir haben jetzt noch 3 zum Preis von 49 Euro, damit ihr das wirklich erleben könnt. Es sind nicht nur diese Healing Sessions, wo ihr eure eigenen Themen ablöst und alles bearbeiten könnt,
sondern es gibt immer noch ein Teaching, es gibt immer noch eine Klarheit, es können Fragen gestellt werden, dass verstanden wird, warum wirkt diese Methode. Ja, wir wollen ja diesen Verstand, der möchte ja gerne wissen, wieso soll ich das jeden Tag machen, wieso soll ich jeden Tag duschen, wieso soll ich meine Zeit dafür investieren, sonst macht er nicht mit, sonst will der spazieren gehen oder Fahrrad fahren gehen stattdessen, ja. Der muss schon wissen, dass es wichtig ist, diese Zeit zu investieren in diese, ja, in die Beziehung mit dem Göttlichen, in die Beziehung mit der absoluten Fülle, in die Beziehung mit der Klarheit und mit der Wahrheit. Das braucht dein Verstand, der kennt es nicht, der ist damit nicht aufgewachsen. Es wurde gesagt, dass der Haushalt wichtig ist, ja. Der muss da erstmal reinkommen, dass er weiß, nein, ich zuerst, dann der Haushalt, ich zuerst und dann alle anderen, ja. So sind wir nicht konditioniert. Und deswegen müssen wir uns das beibringen und auch erlauben, sonst haben wir dann auch noch schlechte Gewissen und was weiß ich nicht was, weil die Küche nicht gemacht ist und ich hier mich um mich selber kümmere. Und solche Sachen, so Kleinigkeiten, die müssen wir alle klar kriegen, da müssen wir klarkommen damit, weil es uns halt keiner beigebracht hat. Also, und dann wollte ich euch einfach noch sagen, dass natürlich diese Ausbildung für mich wirklich, wirklich das Kernstück von allem ist. Weil du kannst diese Modalität, diese Technik, diese Denkweise, die dahinter steckt, für alles anwenden. Und jedes Mal, wenn du das anwendest, bist du in deinem kompletten Schöpferpotenzial, in deiner göttlichen Autorität, wo du bestimmen kannst, wie du die Sachen haben möchtest. Und auch da spielt der Verstand immer mal wieder dagegen. Ja, also es ist ein kontinuierliches Transformieren, Verändern, Umprogrammieren. Viele haben dieses Wort nicht gern, aber es ist nun mal so, wir werden die ganze Zeit programmiert von Fernsehen, von Büchern, von anderen Menschen, von der Schule. Kann man jetzt nichts dagegen sagen, das passiert halt so, aber auch Schöpferkraft ist es zu erkennen und zu sagen, ja gut, jetzt bin ich halt mal so ein bisschen gegen mein eigenes Vorteil, gegen meine eigene Göttlichkeit programmiert worden, hebe ich jetzt auf, bringe ich in Ordnung. Und deswegen will ich euch wirklich diese Ausbildung ans Herz legen. Einerseits, weil du das für dich nützen kannst, weil du es in deinem Business nützen kannst, weil du es für dein Business draus machen kannst. Und ich meine wirklich Business im Sinne von dienlich sein, ja, Business nicht von, ja, Habgier, bla bla bla, sondern dienlich sein und entsprechend dafür entlohnt werden. Das ist so wichtig, dass man weiß, dass diese Art von Dienst ein hochschwingender Dienst ist, der in hochschwingendem Austausch steht. Und auch da haben wir wieder Sachen zu transformieren, die uns eingetrichtert worden sind. Und diese eigene Transformation, die Selbsttransformation, die steht natürlich an allererster Stelle. Und je nachdem, wo jemand steht, ist diese eigene Selbsttransformation, diese Persönlichkeit zu werden, die du wirklich bist und die du sein möchtest und die du liebst und die geilste Version, die wahrste Version deiner selbst ist, sollte natürlich schon an erster Stelle stehen. Und dieses Ziel wird nie erreicht werden, weil du bist eine unendliche Persönlichkeit. Das heißt, du kannst dich unendlich entwickeln. Du hast unendliches Potenzial in dir, ja? Und wenn du sagst, ja, ich komme jetzt bei meinem höchsten Potenzial an, okay, wo ist denn das der höchste Punkt bei Unendlichkeit? Kannst du mir mal erzählen? Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich habe mich einfach darauf eingestellt, dass ich mich permanent weiterentwickle. Und dass es einfach das ist, wofür ich hier bin. Und dass es nicht geht, irgendwas zu erreichen, sondern dass es darum geht, diesen Weg einfach zu gehen. Und dafür belohnt zu werden, weil ich fühle mich immer besser. Ich fühle mich jeden Tag besser. Ich wache besser auf. Ich schlafe besser ein. Ich sehe die Welt mit schöneren Augen. Ich fühle mich selbstbestimmt. Ich fühle mich nicht bedroht, weil ich die Dinge selber kontrollieren kann. Ich bin in Kontrolle und nicht irgendetwas im Außen. Und das gibt mir das Gefühl der Sicherheit, das ich mir so fest wünsche. Und da ist
auch die Sicherheit, die wahre Sicherheit drin und nirgendwo anders in anderen Menschen oder in Versicherungen oder sonstigen Geschichten, sondern in mir selber. Wenn ich diese Kontrolle habe, und dann muss ich auch kein Kontrollfreak mehr sein, wenn ich die Kontrolle habe, ja? Das ist ja auch so schön. Dann kann ich loslassen, weil ich habe ja eh die Kontrolle. Ich muss nicht manipulieren oder kontrollieren oder was weiß ich, weil ich habe die Kontrolle. Und schon bin ich frei und schon bin ich leicht und schon ist es nicht mehr schwer. Und das ist wirklich eins der wichtigsten Aspekte. Wie fühle ich mich und wie will ich mich fühlen und wie komme ich dahin, dass ich mich endlich so fühlen darf? Und dazu brauche ich den Verstand. Den kann ich nicht einfach ausbügeln, sondern ich muss ihn mitnehmen. Und deswegen habe ich nochmal ein Angebot für euch. Und zwar ist es ein Pre-Kurs vor der Ausbildung. Also die Ausbildung, die fängt ja am 21. Juni wieder an. 6 Tage am Stück. Jeden Tag 2 Stunden, dass du wirklich danach so weit bist, dass du das für dich kompromisslos anwenden kannst, dass du weißt, ja, so funktioniert es und ich darf das anwenden und ich will das anwenden und ich will so leben. Das ist mein täglich Brot sozusagen. Und vor dieser Ausbildung habe ich jetzt noch einen Kurs lanciert für die Leute, die sagen, ich möchte aber vorher an mir selber arbeiten. Ich möchte wirklich, und pass auf, das Programm heißt so, aus dem Schatten der Lüge ins Licht der göttlichen Wahrheit. Und darum geht es wirklich, dass wir raustreten aus diesem Schatten der Lüge, des Systems der Lüge, dass wir nicht gut genug sind, dass wir irgendetwas anders machen müssen, dass wir nicht alles haben, was wir brauchen, dass wir noch irgendwelche Bedingungen erfüllen müssen, um wirklich diese großartige Vision unserer selbst leben zu dürfen. Das ist dieses Thema, oder aus dem Schatten der Lüge ins Licht der göttlichen Wahrheit. Und da geht es wirklich darum, dass wir alles ablösen, was noch im Weg steht, aus der Vergangenheit, an Überzeugungen, an Ängsten und gleichzeitig neue Überzeugungen und damit neue Glaubensmuster möglich machen und spielen lassen, automatisch spielen lassen und nicht automatisch diese Ängste spielen lassen, sondern automatisch dieses Wissen dieser Göttlichkeit und dieses Aufgehobenseins und dieser Sicherheit und dieser Fülle automatisch spielen zu lassen, ja. Und darum geht es, und dieses Programm geht vom 5.6. bis zum 19.6., also wirklich vor der Ausbildung, um an sich ganz selber tief, tief, tief zu arbeiten. Und deswegen sind es dann auch 6 Termine in diesen 3 Wochen, zwei pro Woche. Eigentlich dachte ich Dienstag und Freitag, aber wir können das noch besprechen. Auf jeden Fall ist es mir wichtig, 2 Termine in der Woche zu haben, um wirklich dran zu bleiben, um an sich zu arbeiten, um diese Eigenarbeit einerseits zu erkennen und andererseits durch meine Hilfe, durch meine Unterstützung da reinzukommen und diesen Rhythmus und diesen Tonus zu bekommen. Und natürlich bekommt ihr zig Anwendungen von mir, die euch bei der Transformation helfen. Zig Anwendungen für eure Energie und zig Anwendungen auch hier für euren Geist, für euren Verstand. Genau, und dieses Programm, das sind, was habe ich jetzt da, 2x pro Woche, 2 Anwendungen zum Ablösen, genau 6 Termine in 3 Wochen, also intensivste Transformation für jeden. Und wer sagt, ja, wow, das will ich, das ist genau meins, ich bin voll dabei, schreibt mir einfach eine private Nachricht oder eine E-Mail. Es heißt, aus dem Schatten der Lüge ins Licht der göttlichen Wahrheit. Und ihr seht, ich hab einen Plan. Ich möchte wirklich alles ermöglichen, alles weitergeben, was ich gelernt habe, wo so ja, wertvoll jetzt ist. Es ist wertvoll, weil ich zweifle es nicht mehr an. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass es auf allen Ebenen funktioniert und ich zweifle nicht mehr. Und da bin ich mega glücklich, weil ich habe ja natürlich auch immer noch gedacht, ja, kannst du so und darfst du so. Aber ich spüre und spüre immer tiefer und immer tiefer, dass die göttliche Wahrheit, wenn ich mich mit dieser verbinde, dass die mir sagt, was richtig ist und was sie hier bewirken will durch mich, ja.
die Göttlichkeit will durch uns wirken, durch jeden Einzelnen von uns. Und nicht Haushalt machen oder nur Kinder erziehen oder so. Das auch, das gehört auch dazu. Das darf auch Spaß machen, das darf uns auch erfüllen und Freude bringen. Aber wir müssen uns nicht klein halten und denken, wir sind nur da, um diese Dinge zu machen. Und dazu braucht es nicht irgendwelche wahnsinnigen Ausbildungen, sondern es braucht einzig und allein die Bereitschaft anzuerkennen, wer wir wirklich sind, wozu wir hier sind, wie wir wirken dürfen und dass wir so wirken dürfen, wie wir wirklich wirken wollen, aus tiefstem, tiefstem Herzen heraus. Und das weiß jeder und das spürt jeder, wenn der Kollege hier aus dem Weg ist, und ihr werdet es spüren in allen Meditationen. Deswegen, ich lege euch nochmal die, wenn ihr nicht viel Zeit habt, auch diese großen Meditationen zu machen von Dr. Joe Dispenza, macht diese 15-minütigen Go Love Meditation von Dr. Joe Dispenza. Sie gibt es in allen Sprachen auf YouTube, sind 15 Minuten. Und es erfüllt dich genau mit diesem Gefühl dieser Göttlichkeit und dieser Wahrheit in diesem Moment. Und das ist schon mal ein super Kick-off, um dann die weiteren Schritte umzusetzen aus diesem tiefen Gefühl heraus. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich schon riesig. Ich freue mich immer, wenn ich solche Challenges mache. Und ja, Susanne hat noch geschrieben, Heaven ist Leichtigkeit. Ja, natürlich. So ist es im Himmel. Und übrigens, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja, es liegt an uns. Wir sind hier mit beiden Beinen auf der Erde, aber wir sind mit unserem Bewusstsein, mit unserer göttlichen Wahrheit, sind wir im Himmel. Ja, und wir können es machen, wir können es alle machen. Habt ihr sonst noch irgendeine Frage oder sowas, schreibt sie mir doch rein. Ich habe noch einen kleinen Moment, dann darf ich meine Haare wieder schön machen gehen. Da freue ich mich schon drauf. Ich hab ja jetzt da meine Corona-Haarpflegerin, die macht das wunderbar. Ich gehe gar nicht mehr zum Friseur, ich gehe nur noch zu ihr. Mega cool. Ja, kann ich euch noch irgendeine Frage beantworten? Ich warte schnell, ich muss das echt noch lernen, dass wenn ich was sage, dass es ein paar Sekunden dauert, bis es bei euch angekommen ist. Also, wir sind noch nicht ganz synchron, noch nicht ganz, obwohl es eigentlich so sein sollte, man denkt es. Ja, wenn ihr nichts mehr schreibt, dann freue ich mich auf morgen. Könnt ihr auch morgen die Fragen mitbringen und schon irgendwie vorschreiben? Ja, ich gebe euch mal ein Tag. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in den Computer und dann könnt ihr sie morgen im Live einfach in die Kommentare reinpasten. Ja, da müsst ihr nicht extra tippeln, falls ihr am Computer seid. Ja, danke Diana. Wir sehen uns ja auch am Sonntag wieder. Du hast so einen wunderschönen Namen. Den kann ich mir total gut merken und du siehst auch so wunderschön aus. Also hat sich eingeprägt. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Genießt es und vielleicht schaut ihr euch das Replay nochmal an, wenn ihr später dazu gekommen seid. Am Anfang hat es auch noch ein paar wichtige Sachen, obwohl ich es gar nicht mehr wirklich so weiß in meinem Köpfchen. Weil ich lasse mich ja da immer ein bisschen treiben. Ich setze immer nur diese Intention, was soll raus, was soll ich vermitteln. Danke, Diana. Und dann werde ich geführt. Ja? Genauso in diesen Lives wie in den anderen Dingen des Lebens, wo ich mir natürlich trotzdem oft im Wege stehe. Also, hallo, auf jeden Fall. Das gehört ja auch mit dazu. Also, wir werden niemals perfekt sein, weil wir unsere menschliche Seite, die braucht es ja auch. Ja, wir brauchen die ja auch. Aber wir müssen einfach nur diesen Ausgleich finden, diese Balance. Also, tschüss, tschüss, ihr Lieben. Bis dann.